Mal nachdenken, was mache ich heute? Ja, lass uns Apfel fischen. Zum Apfelfischen brauchst du einen Bottich mit Wasser und ein paar Äpfeln. Für meine Holzkähne verwende ich die Fimo-Farben Gelb und Schokolade, Schokolade, Weiß mit Schokolade, Metallic Gold und Schokolade mit Schwarz. Nach dem Mischen musst du diese 5 Fimo-Farben haben. Ich nehme meine hellste Farbmischung und rolle diese auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Ich nehme meinen Karamellton und rolle diesen wieder auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Ich nehme Metallic Gold und rolle diese auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Ich nehme die Farbe Schokolade und rolle diese auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Ich nehme meine dunkle Farbmischung und rolle diese auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Aus allen ausgerollten Stücken schneide ich nun ein identisch großes Stück. Meine Schablone ist 5 cm auf 2,5 cm. Nach dem Ausschneiden solltest du diese 5 identischen Elemente haben. Ich lege nun meine 5 Stücke aufeinander. Ich beginne mit dem dunkelsten Braun. Darauf lege ich mein Metallic Gold. Nun nehme ich das Weiß mit Schokolade, meinen hellsten Farbton. Als nächstes folgt die Farbe Schokolade. Ganz zum Schluss lege ich meinen Karamellton auf. Mein Stück mit den aufgelegten Fimo-Farben sieht jetzt so aus. Ich reduziere das Stück. Dazu ziehe ich von der Mitte nach außen. Ganz vorsichtig und leicht und schaue, dass das Stück rechteckig bleibt. Mein reduziertes Farbstück sieht jetzt so aus. Jetzt nimmst du dir die Reste deiner 5 Fimo-Farben. Die Farben werden wieder ausgerollt. Ich beginne mit der hellsten Fimo-Farbe und rolle diese auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Ich nehme meinen Karamellton, dieser wird ebenfalls auf Stufe 7 ausgerollt. Ich nehme die Farbe Metallic Gold, rolle diese auf Stufe 7 aus. Ich nehme die Farbe Schokolade, rolle diese auf Stufe 7 aus. Ich nehme meinen dunklen Braunton, rolle diesen auf Stufe 7 aus. Aus all meinen dünn ausgerollten Fimo-Farben schneide ich nun 2 Stücke mit Hilfe meiner Schablone aus. Meine Schablone ist wieder 5 cm lang, 2,5 cm breit. Meine ausgeschnittenen Elemente lege ich wieder nach dem gleichen Schema zusammen. Ich beginne mit dem dunklen Braun, darauf lege ich mein Metallic Gold. Dann folgt das helle Weiß, anschließend nehme ich die Farbe Schokolade und ganz zum Schluss lege ich den Karamellton auf. Ich nehme nun das eine Stück und lege es auf das andere. Mein Farbmuster sieht jetzt so aus. Dieses Stück wird wieder reduziert. Du beginnst in der Mitte und ziehst von der Mitte vorsichtig nach außen. Du streckst das Ganze, bis es wieder doppelt so groß ist. Nach dem Reduzieren muss dein Stück in etwa so aussehen. Das Stück sollte genauso groß sein wie dein erstes. Aus meinen Fimo-Farben auf Stufe 7 ausgerollt, habe ich wieder je ein Stück mit meiner Schablone ausgeschnitten. Meine 5 Stücke lege ich aufeinander. Ich beginne mit dem dunklen Braun, dann kommt wieder das Metallic Gold. Nun der helle Weiß-Beige-Ton. Als nächstes nehme ich Schokolade und ganz zum Schluss lege ich den Karamellton auf. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich drehe meine Farbe um, dass das Dunkle nach innen zeigt. Nun rolle ich das Ganze zu einer Cane auf. Mein Fimo-Stück reduziere ich nun. Ich nehme meine beiden Hände und ziehe von der Mitte vorsichtig nach außen, bis das Stück immer länger und dünner wird. Für deine Cane musst du jetzt diese 3 Stücke haben. Für deine Cane beginnst du mit dem ersten großen Stück,
das du zuallererst angefertigt hast. Du teilst das Stück in der Mitte. Anschließend nimmst du die beiden Stücke und legst sie aufeinander. Jetzt nimmst du dir deine reduzierte Fimo-Wurst und schneidest dir ein Stück aus dem breiten Teil aus. Dieses Stück lege ich nun auf meine zwei Fimo-Stücke. Setze es oben mittig ein. Als nächstes nimmst du dir dein als zweites hergestelltes Stück, teilst es und legst die erste Hälfte auf deinen bisherigen Zusammenbau. Nun nimmst du dir wieder deine dünne Fimo-Wurst und schneidest dir ein Stück aus deiner Cane. Das kleine Stück setze ich unten ein. Meine Cane schließe ich ab, indem ich das letzte Stück auf das ganze Fimo lege. Mein Fimo-Holzmuster sieht jetzt so aus. Ich nehme mein Fimo-Stück und reduziere es wieder. Ich drücke von den Seiten gegen die Masse, damit das Stück kleiner wird. Außerdem ziehe ich wieder von der Mitte, damit das Ganze dünn und länger wird. Reduziert sieht mein Fimo-Stück so aus. Ich habe es in der Mitte halbiert. Das Muster in der Mitte zeigt sich so. Von deiner Cane schneidest du dir jetzt gleichmäßig große Stücke. Die Stücke legst du aneinander als lange Kette. Meine aneinandergelegten Cane-Stücke sind insgesamt 17 cm lang. Ich nehme nun den Acrylroller und glätte die Übergänge. Um die Holzmaserung zu betonen, nehme ich ein feines Dotting-Tool und ziehe nun die Linien nach. Auch die Augen im Holz ziehe ich leicht nach und betone damit die Struktur. Mein Caneband sieht jetzt so aus. Ich lege mein Band um einen Metallring. Mein Metallring hat einen Durchmesser von 5 cm. An der einen Seite verbinde ich Anfang und Ende. So sollte das Ganze dann in etwa aussehen. Für den Boden habe ich mehrere Cane-Stücke aneinandergelegt und dann flach ausgerollt. Nun nehme ich meinen runden Kreis und steche mir den Boden aus. Ich verbinde nun meinen Boden mit der Wand. Ich lege meine Wand um den Boden und drücke diese dann unten fest an. Um meinen Fimo-Bottich lege ich nun noch zwei Bänder aus dem dunkel-schwarz-braunen Fimo. Außerdem nehme ich ein feines Nylonband und setze dies seitlich zwischen zwei Bretter ein. Ich öffne das Fimo, setze mein Band ein und verschließe dann das Fimo wieder. Wenn das Ganze dann so aussieht, backe ich mein Fimo 30 Minuten bei 110 Grad. Für meinen Gartenschlauch mische ich die Fimo-Farben Blattgrün und Grün. Meine Farbmischung aus den zwei Fimo-Farben sieht jetzt so aus. Mein Fimo Grün rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Ich nehme mir einen Wickeldraht 15 cm lang und packe diesen in mein Fimo ein. Ich nehme mein Drahtstück und forme dies nun. Vorne leicht die Spitze nach unten. Auf halber Höhe drehe ich das Ganze rund zusammen. Das Ganze sollte dann in etwa so aussehen. Für die Düse am Gartenschlauch nehme ich die Farbe Metallic Silber. An das große Ende drücke ich ein tiefes Loch. An die kleine Spitze vorne setze ich ebenfalls ein Loch. Ganz klein für das Nylonband. Ich nehme mein Nylonband, setze es vorne in die Spitze und drücke dann mein Fimo zusammen. Anschließend sollte das Ganze so aussehen. Ich nehme nun meinen Gartenschlauch und die Spritze und verbinde die beiden Teile. Anschließend drücke ich das Fimo fest an. Um die Übergänge zusätzlich zu kaschieren, bringe ich ein dünnes Band aus Fimo Silber an. Mein Gartenschlauch sieht jetzt so aus. Ich backe meinen Gartenschlauch 30 Minuten bei 110 Grad. Für deine Äpfel nimmst du dir die Fimo-Farbe Weiß und rollst diese zu einer dünnen Wurst aus. Von deiner fertigen Wurst schneidest du dir in etwa gleich große Stücke für deine Äpfel. Du rollst deine Stücke zu kleinen Kugeln, dann nimmst du dir deine Dotting-Tools zur Hilfe. Zuerst nehme ich ein mittleres Dotting-Tool und drücke oben ein kleines Loch
ein. Dann nehme ich das kleine Dodging Tool und ziehe vom Loch die Kanten leicht nach außen. Nun nimmst du deinen Apfel und wendest ihn. Auf der Rückseite nimmst du dir wieder dein kleines Dodging Tool und setzt ein ganz kleines feines Loch. Ganz zum Schluss nehme ich das große Dodging Tool und gebe dem Apfel eine leichte Form vor. Deine Äpfel sollten jetzt in etwa so aussehen. Du nimmst dir einen deiner Äpfel, ein spitzes Dodging Tool und stichst diesen auf. Für meinen roten Apfel nehme ich die Farben Gelb, Rot, ein dunkleres Rot und Braun. Zuerst wird der komplette Apfel mit Gelb bepinselt. Nun nehme ich mein helles Rot und bepinsele damit den Apfel an bestimmten Stellen. Mal etwas mehr unten, mal ein bisschen in der Mitte und ganz oben. Ganz zum Schluss nehme ich das dunkle Rot und setze es nur unten als Highlight. Gefällt dir dein Apfel, nimmst du ihn von deinem Dotting Tool, greifst dann zur braunen Kreide und bepinselst damit unten das kleine Loch. Mit Kreide bepinselt sehen meine Äpfel nun so aus. Ich nehme einen meiner Äpfel und schneide diesen auf. Dazu halbiere ich meinen Apfel in der Mitte. Nun nehme ich ein feines Dodging Tool und gebe das Fruchtfleisch im Inneren vor. Dann nehme ich wieder einen Pinsel mit gelber Kreide und bepinsle das Innere leicht gelb. Ganz zum Schluss bekommen meine kleinen Äpfel noch einen Stiel aus Fimo Braun. Ich drücke diesen mittig an. Sind dann alle Äpfel fertig, werden sie gebacken, 30 Minuten bei 110 Grad. Für mein Motiv, das Wasser, habe ich Resin angemischt. In mein Resin habe ich blaue Kreide zugegeben. Ich vermische Resin und Kreide. Mein Resin sieht jetzt so aus. Ich lasse mein Resin nun stehen, bis es etwas zähflüssiger ist. Erst dann wird es in den Bottich eingefüllt. Mein Resin hat jetzt für gut 30 Minuten geruht. Jetzt fülle ich es in den Bottich ein. Mein Motiv steht auf einer Glassichtfolie. Auf die Folie dort am Auslauf tröpfle ich kleine Tropfen Resin. Es sieht jetzt so aus, als würde aus dem Bottich Wasser auslaufen. Um den Nylonfaden zu kaschieren, lasse ich Resin über den Nylonfaden laufen. Ich setze nun meine Fimo-Äpfel in den Bottich ein. Dein Motiv mit Resin lässt du jetzt aushärten. Nach dem Härten kannst du dein Fimo noch lackieren. Oh, du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!